Aufruf zur Spende für die Sühnekapelle. Die schweren Verhältnisse drängen uns immer mehr, Gott Opfer zu bringen, denn nur er kann uns helfen. Darum entstehen unsere Votivkirchen in den schwersten Zeiten. Während des Krieges legten wir den Grundstein der Sühnekapelle und am 8. Mai setzte unser Oberhirte, Kardinal Josef Mincenti, für deren Aufbau eine Bewegung ein. Damit Gott unser durch die Mutter Gottes vollzogenes Gelöbnis gnädig annehme, wollen wir Buße tun, gegen die Massensünden kämpfen, Versäumnis der Sonntagsmesse, Fluchen, Unzucht, Ehescheidung, Mord am ungeborenen Leben, Hass und Barmherzigkeit. Sorgen wir für ein reines Leben der Jugend, beten wir täglich den Rosenkranz. Vergessen wir auch nicht den Verzicht und spenden wir gerne auf den Altar der Sühne, denn das, was wir für Gott geben, legen wir zu besten Zinsen an. Opfern wir auch für unsere entfernten und verstorbenen Lieben. Organisieren wir auch Vorträge durch Vereine, verbreiten wir die Idee unter unseren Bekannten. Dies war der Aufruhr zur Spendeaktion in der Form eines Rundbriefes, dessen original ungarischer Text die Unterschrift von Kardinal Josef Mincenti trug, mit folgender Kundgebung: Ich will, dass zur Sühne in Ungarn ein Heiligtum erbaut werde. Die Kapelle von Kutvölgy auf dem Berg Szabadság, wo seit den 1970er Jahren Sühnegebete stattfinden, im Juli 2013 entschied die ungarische Regierung, auf der Sankt Anna-Wiese im Gebiet von Buda eine Kapelle zu erbauen. Den Grundstein hatte Kardinal Mincenti schon 1944 gesegnet. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit.